Hallo zu diesem neuen Vlog. Es ist Montag. Ich war heute schon beim Stoffladen und hab Mittag gegessen. Und jetzt mache ich weiter an meinem Balkon. Da das aber ein extra Video wird, zeige ich euch da hier nichts zu. Und ihr müsst euch das extra Video anschauen. Und dann melde ich mich, wenn ich wieder was anderes mache außer Balkon. Es ist Mittag am Dienstag. Und ich habe den ganzen Vormittag damit verbracht, mein Balkonprojekt weiter voranzutreiben. Und ich finde, es sieht schon ganz schön aus. Und ich werde auch gleich ein bisschen weitermachen, weil eigentlich wollte ich ein Hemd machen für Donnerstag, weil Donnerstag habe ich ein Fotoshooting mit einem Model. Aber ich glaube, das schiebe ich auf morgen, weil das Wetter ist gerade noch so schön und ich habe gerade so Bock am Balkon zu arbeiten, dass ich da erstmal weiterkommen möchte. Außerdem ist auch mein Zimmer am Eingang zum Balkon und der Balkon ein komplettes Chaos gerade und ich glaube, es würde mich ein bisschen beruhigen, wenn es ein bisschen mehr Struktur hätte. Ich habe ein paar Sachen auf dem Balkon, die ich weghaben möchte, die auch noch von meinem Bruder von damals sind, als er das Zimmer hatte und den Balkon. Ja, auch so Steine und so, die ich glaube ich. Also die ich oben nicht haben möchte und ich glaube, die auch ganz schön aussehen würden im Garten. Das heißt, ich muss wieder Sachen runterschleppen. Da muss ich mal gucken, wie ich mir das aufteile, weil ich bin ja gestern ein paar Mal hochgelaufen, um Sachen hochzubringen, zum Beispiel die Schaufensterpuppe und so die neue. Und dann heute Sachen runterbringen, da muss ich ja auch hochlaufen. Ich glaube, das organisiere ich irgendwie so, dass ich halt, wenn ich sowieso runter möchte oder irgendwie muss, dass ich dann immer was mitnehme. Und auch zwei vertrocknete Pflanzen und so stehen da noch, die müssen auch weg. Ja, sowas halt. Und jetzt war ich gerade bei der Post, denn ich habe schon wieder ein Paket bekommen. Oh, es ist was Festes. Ich bin gespannt. Ich mache jetzt mal auf. Da kriege ich mit einer Hand. Ich glaube, ich kriege es nicht mit einer Hand hin. Aber ich zeige euch sofort, was drin ist. Ich habe ein bisschen Tränen in den Augen. Oh mein Gott, ist das süß. Es ist was mit Harry Potter. Harry Potter, mir läuft schon die Nase. Es ist eigentlich super sinnlos, aber es ist so schön. Vielen, vielen Dank. Auch hier, thank you. Richtig süß eingepackt, auch mit so einem Holzplättchen noch. Und jetzt zeige ich auch mal. Ich habe das gerade aufgemacht und ich wusste gar nicht, was es ist. Es ist so eine Holzkiste. Ah, ich erinnere mich jetzt auch wieder, dass ich es auf die Wishlist mal gepackt habe. Und dann klappt das halt so auf und dann steht da Harry Potter und es spielt halt die Titelmusik auf so einer Spieluhr. Spieluhr, ist das auch eine Spieluhr? Ja, und da. Und ich finde diesen Sound von Spieluhren so schön sowieso. Und dann auch noch Harry Potter. Vielen Dank. Ach, es ist so süß. Ich versuche es mal zu spielen und dabei zu filmen. Leute, ich stream nicht mehr. Ich mache einfach den Streamer und dann stell den vor die Kamera. Fall die neue Schaufensterpuppe. Er heißt jetzt Faultier und er ist Faultier. Er hat zwar noch seine menschlichen Hände, aber trotzdem, es macht mich unglaublich. Ich weiß nicht, aber ich finde das so witzig. Ja, das ist meine neue Schaufensterpuppe. Hallo. Es ist Mittwoch. Mittwochmittag. Es ist 14 Uhr, ich bin also ein bisschen spät dran, denn ich habe jetzt gerade erst den Vlog fertig geschnitten für diesen Tag, also für heute, für diese Woche von letzter Woche. Und der lädt jetzt gerade hoch und dann schicke ich den ganz schnell bei den Patreons rein, dass die den wenigstens noch 2 Stunden vorher haben.
also vor allen anderen. Und jo, jetzt würde ich mich gerne auf meinen Balkon legen und nichts tun. Und vielleicht mache ich das auch eine halbe Stunde oder so, bis mir langweilig wird, weil ich weiß, dass ich sowas nicht lange kann. Und dann werde ich weiter an den Hemden arbeiten, die ich für morgen brauche, für das Shooting für morgen. Und vielleicht ärgere ich ja noch ein bisschen die dicke Katze. Mal schauen. Hallo. Ih, du bist ja ganz nass. Wie bist du denn nass auf dem Kopf? Warum bist du nass auf dem Kopf? Zu einem guten Freund von mir und mache mit dem jetzt Fotos und ich freue mich da sehr drauf und ich bin sehr gespannt, wie die ausschauen werden und ja, auf geht's. So, das hat Spaß gemacht. Wir haben jetzt nur eine Hose geshootet und ich gucke mal, dass ich noch ein paar andere Größen mache bei den T-Shirts und bei den Hemden, die ich dabei hatte. Aber ja, es war ein spaßiger Nachmittag. Ich fahre jetzt wieder nach Hause und fange vielleicht sogar schon direkt an. Beziehungsweise habe ich ja noch ein paar Hemden vorbereitet, die ich gestern genäht habe oder angefangen habe gestern zu nähen, die ich vielleicht mal fertig mache. und dann mache ich dann nochmal größere Größen. Und ja, ich bin gespannt, mir die Fotos mal anzugucken. Wir haben eine ganz coole Location vor so einer Kirche, die richtig cool aussah, also richtig spacey. Und mehr wollte ich, kann ich gerade gar nicht sagen. Es ist sehr warm heute, sehr schön. Ich glaube, ich gehe jetzt eigentlich auch erstmal auch ein bisschen auf den Balkon, bevor ich weiter anfange zu arbeiten. Und mache da vielleicht noch was für das Balkonvideo. Ja. Habe ich mich gerade fast abgeschminkt. Boah, bin ich hier rot in dem Licht. Aber ich weiß noch nicht, in welche Richtung ich gucken soll, dass es besser wird. Egal. Ich habe ein bisschen Sonnenbrand. Aber ich glaube, man sieht es nicht so dolle. Doch, hier sieht man es schon. Ich habe mich nämlich heute mit Andi getroffen. Und das war ganz cool. Und ich bin halt mit Fahrrad nach Düsseldorf gefahren. Und irgendwie war es sehr bewölkt. Aber anscheinend nicht bewölkt genug, als dass ich nicht rot werde. Und dann habe ich gestreamt heute noch und Hemden genäht und eigentlich sonst nichts Spannendes gemacht. Aber morgen steht wieder ein 12-Stunden-Plus-Stream an und ich bin sehr gespannt, wie der wird. Ich habe ein bisschen Angst, weil wir diesmal eine Regel haben, oder ich eine Regel habe, dass ab einer bestimmten Like-Zahl ich eine Stunde hinten dran hänge und dann noch eine Stunde und noch eine Stunde.
Ich habe ein bisschen Panik. Also ich freue mich sehr darauf, weil letztes Mal war das halt so super, weil ich so viel geschafft habe. Also ich habe irgendwie 2 Jogginghosen genäht und mehrere T-Shirts und so. Und es macht mich halt immer sehr happy, wenn ich sehr viel so von meinem Stapel abarbeiten kann. Und in den 12 Stunden ist natürlich die Wahrscheinlichkeit höher, dass mich neue Leute kennenlernen, treffen, sehen auf YouNow und so halt auf mich aufmerksam werden, auf mein Instagram, meine anderen Social Medias und natürlich auch mein Job. Und das ist ja das, weswegen wir das hier alles machen. Und ja, genau, da freue ich mich drauf, habe aber auch ein bisschen Angst, aber freue mich natürlich, weil Likes natürlich für mich auch Geld bedeuten und das ist gerade wichtig, weil neues Geld gleich neue Materialien, gleich neue Sachen, neue coole Sachen im Shop. So funktioniert der Kreislauf. Und ja, deswegen gehe ich jetzt schlafen, es ist jetzt 10:30 und lege morgen um 9 Uhr los. Bis 9 Uhr und dann mal gucken, wie lange man nicht leiden lässt. Ja, bin gespannt. Aber ich freue mich auch. Ich lebe noch! Und ich bin mir gerade ungefähr 500 Mal durch die Haare gegangen, deswegen die richtig eklig jetzt aussehen. Es tut mir sehr leid. Es ist Sonntagabend schon, 22 Uhr haben wir gerade. Und ich hatte gestern, beziehungsweise heute noch, einen 17,5-Stunden-Stream. Also der 12-Stunden-Plus-Stream ist ein bisschen eskaliert, aber es war super cool. Ich habe relativ viel geschafft. Ich habe 3 Hemden genäht, und zwar die rosanen. Habe ich hier schon weggebracht. Das heißt, ich habe jetzt hier nur noch 3 Hemden liegen. Nur noch. Ich habe echt nicht gedacht, dass Hemden so lange dauern, aber sie dauern so lange. was wollte ich noch erzählen? Ja, ich habe eigentlich nur in dem Stream Hemden genäht und gegessen immer wieder, also Mittag, Frühstück und Abendessen. Und ja, das war cool. Und hatte ich, glaube ich, letztes Mal schon erwähnt, dass ich jetzt jeden zweiten Samstag einen 12-Stunden-Plus-Stream machen möchte. Und die Regeln, die ich jetzt für das Plus sozusagen, also wann um eine Stunde verlängert wird oder eine halbe Stunde, fand ich jetzt ganz gut in dem Stream. Die werde ich wahrscheinlich auch erstmal so beibehalten. Und ja, sonst ist nichts passiert. Also das war halt der komplette Samstag und halt in den Sonntag rein. Heute bin ich dann um 8 Uhr aufgewacht schon und habe dann mein YouTube-Video geschnitten, und zwar den zweiten Teil von dem Balkon-Umstyling. Deswegen war jetzt diese Woche auch generell nicht so viel im Vlog, weil das meiste halt Balkon war und das war ja ein extra Video. Ich bin selber mal gespannt, wie lang der Vlog hier wird beim Schneiden, weil ich habe das Gefühl, ich habe echt sehr, sehr wenig Material nur. Ich hoffe, der nächste Vlog wird wieder ein bisschen länger und spannender. Aber wenn halt so ein 24-Stunden-Stream ist, fällt halt der komplette Samstag weg und halt auch der meiste Sonntag. Dann war ich heute mit meinen Eltern ganz kurz Fahrrad fahren. Dann haben wir gesehen, dass es anfängt zu regnen. Sind wir ganz schnell wieder so nach Hause gefahren. Dann habe ich heute Nachmittag nochmal 2 Stunden geschlafen, weil ich doch ziemlich fertig war von dem Stream. Und jetzt habe ich gerade nochmal gestreamt, denn gestern kam auch noch eine Bestellung rein. Und zwar eine Maske, die habe ich jetzt noch gemacht. Die bringe ich dann morgen früh direkt zur Post. Da muss ich nur noch den Brief dazu schreiben und die Adresse auf dem Briefumschlag schreiben. Genau. Und jo, dann schauen wir mal, was die nächste Woche so für mich bereithält oder für uns alle. Und wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über ein Like und einen Kommentar freuen. Teilt das Video mit euren Freunden, Familie und Verwandten. Lasst mir gerne ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Es ist kostenlos hier auf YouTube, hilft mir aber trotzdem sehr viel. Und schaut natürlich gerne auf meinen anderen Social Media Plattformen vorbei. Ich heiße überall genauso wie hier und habe das gleiche Profilbild. Ciao!